Jörg Pilawa ist aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Sein Gesicht kennt beinahe jeder. Sei es nun wegen des Quizduells, der NDR-Talkshow, der großen Silvestershow oder der Kuppelshow Herzblatt. Während der 55-Jährige bei Letzterem in den frühen Nullerjahren einsamen Seelen zur großen Liebe verhalf, hat er privat sein großes Glück längst gefunden. Seine Ehefrau Irina hält ihm immer den Rücken frei. Wie viel Glück er hat, kann der Hamburger selbst kaum glauben. Er schwärmt über seine Traumfrau sogar einmal im Bayerischen Rundfunk. Die ist toll. Ich habe eine Hammerfrau. Die sieht besser aus als ich. Die ist lustiger. Zum Glück hat sie noch niemand entdeckt, sonst wäre ich zu Hause. 1999 tritt die schöne Blondine in das Leben des Moderators. Nach 2 gescheiterten Ehen und 7 gemeinsamen Jahren mit seiner neuen Angebeteten sagt der 55-Jährige bei einer Kongo-Reise 2006 spontan noch einmal ja. Manchmal sind eben doch alle guten Dinge 3. Und auch 3 gemeinsame Kinder hat das Paar. Tochter Emmy ist mit 20 Jahren die Älteste und eine wahre Schönheit. Bei einem gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich begleitet sie ihre Eltern sogar schon. Die jüngeren Kinder der Pilawas, Juri und Nova, halten sich bislang noch aus der Öffentlichkeit raus. Zum perfekten Patchwork-Glück fehlt nur noch Sohn Finn, der aus der Ehe mit Ex-Frau Kerstin hervorgeht, der sich aber auch eher im Hintergrund hält. Und auch Irina ist nur selten öffentlich zu sehen. Schade eigentlich, schließlich ist sie ein echter Hingucker.